Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Runde Double Up. Riot hat so irgendwie 50 MP abgezogen, aber keiner weiß. Oh, du willst Armor, ne? Komm, dann nehme ich Spears. Ah, Legende. Und deswegen contestet man nicht mit Maxim fucking Markov diese Sunfire Component. Ich meine, look at the Penguin. Ah, ne, warte mal, was bin ich eigentlich? Im Küken. Weiß ich gar nicht. So, das Garner ist da. Ja, schauen wir mal. Ja, ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Wir haben ein Relog-Problem gehabt. Ja. Riot hat uns zurückgehalten. Ja, natürlich. Aber endlich bin ich wieder in Berlin. Ne? Sorry, dass ein paar Videos nicht kamen. Das hier würde eigentlich bei Maxim kommen. Aber er war so nett, mir die Folge abzugeben, weil ich habe absolut keinen Zweitkanal-Content mehr. Weil ich jetzt zu lange in Köln war. Aber es wird natürlich dann auch auf dem PBE gegrindet. Das ist noch auf dem aktuellen Patch, weil wir gerne die Dia-Challenge abschließen wollen würden. Läuft gut auf jeden Fall. Da sind wir 2:40 hintereinander geworden. So. Ah. Also, wenn du irgendwie irgendwas Schimmers-Game-mäßiges siehst, ne? Hard Engage. Also, ich spiel's dann nicht, du, keine Sorge. Das mache ich nicht nochmal mit. Nee. Also, ich habe schon mal einen Nuno gefunden, was cool ist. Ja. Das ist ein Mirage. Das ist die Attack-Speed-Variante. Okay, ich habe einen Sunfire fertig, was auch geil ist. Oh, das hätte ich auch gerne. Oh yeah. Das ist das beste Item im Spiel, Leute. Aber ohne Scheiß, ich habe eben ohne Heal Reduction gespielt. Impossible, ne? Also gegen Astral verliest du einfach default-mäßig und einer hatte Golden Second Wind und Jade, der hatte am Ende des Falls mehr HP als am Anfang. Dann habe ich mich ganz schön frustriert. Würde mich auch frustrieren. Es würde mich innerlich und äußerlich töten. So. Wir haben auch ein bisschen über das zweite Set geredet. Der nicht vorhandenen Aufnahme. Ja. Mein Kopf schwirrt da auch quasi. Was hast du gespielt? Welche drei? Du hast ja drei Games gemacht. Boah, ich habe einmal Zoom gespielt, also Lagoon. Oh, warte kurz. Ja, unplayable. Nochmal Armor bekommen, scheiße. Das ist natürlich bitter. Nein, ich lasse mich jetzt nicht wieder von Assassin baiten, oder? Nee. Mach Best Enemies. So. Boah. Machen die. Ja, was ist denn deine Empfehlung, wenn ich auf ein PBE gehe? Hast du was Geiles? Also Lagoon macht sehr viel Spaß. Ja, das habe ich tatsächlich halt schon zweimal gespielt gehabt für die Aufnahme. Nomsi ist giga-broken. Aber nur Mage-Nomsi, oder? Oder sind alle Nomsis? Ja, Kanonier ist auch gestört genug. Okay. Also Lagoon ist so der höchste Spaßfaktor, den ich bisher hatte, weil du kriegst halt einfach diese Stacks, wenn die Spells machen, das ist schon zum Todlachen. Ja, die werden mittlerweile auch angezeigt, ne? Das war bei uns nämlich noch alles. Okay. Achso, du hast noch die Pre-Pre-Version, oder was? Ja, bei der Pre-Pre-Version war quasi... Keiner wusste, wie viele Stacks du hast, so. Lol. Okay, das ist kacke. Also ja. Hier bei der aktuellen kann man sich sehr gut vergleichen. Ah, okay. Deswegen ist es ganz okay. Bei uns wurde das dann irgendwann deutlich, als irgendwer so ein fertiges Item rausbekommen hat. Und so, oh, du bist wohl weiter als ich. Ja, I guess. Ja, es hat ja irgendwie ab 400, 500 Stacks oder sowas sogar eine Crown gegeben. Also schon... Schon anders. Sehr illegal. Ne? Ja. Okay. Ich habe irgendwie gar nichts bis jetzt. Aber ich glaube, ich kann mit dem Board gewinnen. Ich habe auch keinen Ione. Und einer hat schon zwei Ione. Aber der hat Axiom Arc. Ist Axiom Arc für auf Deja OP, oder? Nee, Axiom Arc ist eigentlich auch nicht mehr. Also auf Deja ist wahrscheinlich noch mit am besten. Man hat das früher halt auf Reroll Karma gespielt. Hm. Aber ich glaube, ansonsten ist es nie gut. Es hat auch halt, ist das drittschlechteste Augment per Winrate so. Und es sollte in der Theorie universell ganz okay sein. Also ich glaube schon, dass es richtig scheiße ist. Ich gewinne meine Runden wirklich 100% wegen Sunfire, ne? So krass. Ich habe quasi Sunfire auf den Artbox 2. Das ist halt offiziell unsterblich. Macht aber tatsächlich ein bisschen Damage, ne? Ja.
Okay, also mein Start sieht auch ganz gut aus. Aber direction-wise. Guck mal, hier haben wir schon einen mit Rageblade. Boah, ich glaube, ich würde hier leveln. Also, ich würde auf 5 gehen. Hard Level pushen. Oder würde ich gerne auf jeden Fall gewinnen. Okay, ich habe jetzt hier abartig viele Ione-Spieler. Ja, dann skip. Ich meine, du hast ja auch den Kavallerie-Start, kannst du ja auch in eine andere Richtung spielen, I guess. Ist ja halt, wir gucken mal, wenn einer von uns Deja hit oder so, dann obviously, aber ansonsten. Du musst ja nicht mit den einen wieder contesten. Aber du willst, oder? Nee, ich will überhaupt nicht. Okay. Sondern die Stille hat mich verunsichert. Ja. Ich meine, wenn ich Deja hitte, dann ist das natürlich das Commitment einfach. Ja, klar. Dann. Alter. Waiting. Ach komm, Verstärkung. Waiting, bis der Kopf ab ist. Okay, ja, ich bin jetzt irgendwie Dragomancer Tempest drin irgendwie. Mal gucken. Ich habe einfach zwei Armor. Zweimal Armor, so weird. Bei dem 19 übrigens kann ich empfehlen, fast alles synergiert gut mit Titan. Titans ist schon, finde ich, so stat-wise schon broken. Ja. Hier gerne den Spatula, wenn es geht. Dann komme ich da noch in Schimmerscale rein. Ah, ich bin eh wieder vor dir. Auf magische Art und Weise. Aber dann kriege ich das Sandfire. Das ist doch geil. Ja, dann pushe ich jetzt Schimmerscale, ne? Hat irgendwer schon Schimmerscale 3? Nee, ne? Achso, und man kann auf den neuen Set Lee Sin wieder spielen. Weil sie haben ja Dragonmancer, Rage Ring und sowas nicht mehr in 3er-Stufen, sondern in 2er-Stufen. Ja. Boah, möchtest du AP, Crit oder Gold? Crit. Was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt 2 Jonas gehittet. Mhm. Ich habe auch noch einen Jonas. Soll ich ihn dir schicken? Boah, dann bin ich aber Dr. Commitment dann. Ja, gut. Ja, schick, komm. Ja. Ich weiß doch, als ob du noch gezögert hättest. So. Aber eins nach links muss er schon, ne? So? Ja. So, dass er rausgucken darf. Guck. Kann man. Oh, der hat auch einen. Aber der ist auf 1. Hat er keine Freunde oder was? Dog, wie meiner ihn aufschlitzt. Junge, mein Lee hat gerade einfach jemanden gekickt, aber der hat den so angedreht, weißt du? Angedreht? Ja, der ist flog so ein bisschen um die Ecke. Och nee. Oh. Ach Gott sei Dank. Der Nunus, denke ich. Einfach in die Fresse. Hier ist ein Riesen-Atrox Superblade. Bin gespannt, ob Darkfire Cybernetic funktioniert. Boah, ich glaube nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil es ist Fight Start. Und wenn doch, willst dann ist es. Willst du Belt oder Cloak? Ach komm, gib mir Belt. Echt lange überlegt. Festgestellt, dass beides useless ist. Beides shit. Spielt man 4 Warrior mit dem? Nee, ne? Ich glaube, es gibt eine 4 Warrior, 4 Guardian Reroll Combo, aber ich glaube, man spielt einfach Kaff. Aber so ein Atrox ist schon schwächer als ein Shen dann, ne? Wenn der auf 2 ist. Boah, ich finde Atrox 2 schon sehr, sehr geil. Oder meintest du es so rum? Ich finde Atrox 2 auch geil. Sind beide geil. Ja. Aber ich glaube Shen. Wobei bei Best Friends ist Shen wahrscheinlich beschissener, ne? Probably, ja. Also, aber ich bin natürlich auch highly biased, weil quasi mein Atrox 2 mir hier jede Runde holt gerade. No. Meiner lebt auch noch. Ich habe irgendwie nicht gecheckt, welchen Kane hatte. Ich hätte schon mal Skill sein können. Okay, wie viel Jonas gibt's? 27? Ja. Also haut's genau hin. Oh, ich hab noch einen. Oh, noch ein Olaf. Oh, jetzt kann ich aber Warrior spielen, Johnny.
Ja, ich muss leider gerade meine eigene Comp aufbauen, aber ich hole mir gleich. Oh, Dravenex als erstes. Dravenex als erstes, Maxim. Also ich habe jetzt 4 Warrior. Ich habe 4 Jonas. Wie gut bin ich? Wie gut sind die anderen Jonas-Spieler? Ja, nicht so gut wie du. Das ist das Wichtige. Weil du der Geilste bist! Aber bei mir ist sogar der Olaf gestorben. The Hand of Justice ist doch ein gutes Item für Deja. Hand of Justice ist ein gutes Item für Deja. Ja, ist noch ein Jone. Kriegst du das überhaupt noch mit, Johnny? Was hier passiert? Nee, nicht so richtig. Ich bin. Wenn man nicht mehr so viel TFT gespielt hat, dann ist man echt sehr confused an vielen Punkten. Ist okay. Johnny, ich habe leider sehr viel Crit. Können wir ein paar Items tauschen? Was brauchst du eigentlich? Crit ist übel gut für Deja. Du spielst quasi, du kannst Spell Crit, Infinity Edge, Hand of Justice spielen. Kein Scheiß. Edge einfach okay. Oh, die Jones verkloppen sich so hart, aber beide haben kein BT. Deshalb ich gewinne. Okay, was soll ich dir denn schicken, wenn ich die Wahl hätte? Was ist denn? Immer Jones. Nur Jones. Jones oder Deja, aber mit dem 3-Gold-Ding auf jeden Fall Jones. Ich habe schon 5 Stück, das ist viel. Ja. Der, gegen den ich gekämpft hatte, nur 3. Ah, Opfer. Blättes Opfer. Oder ich recam Bumbleader alles. Boah. Preparation, Preparation ist mein Lieblingsding. Also ich brauche erstmal eine QSS. Und dann brauche ich ein Ich habe noch nicht mal ein Rageblade, Johnny. Vielleicht war es auch nicht klug von mir. Ja, klingt ein bisschen so. Also wenn jetzt Siphon kommt, stelle ich alles um, ne? Ja. Guck mich die ganze Zeit an, der andere. Hier ist noch einer, Region. Ja, aber ich bin auch da. Ich habe deinen Rücken. Ja, du musst halt hier auf Level 6 rollen, ne? Ja, ich bin ja auf Level 6. Jetzt chill ich hier. Okay. Aber das heißt, wir spielen wahrscheinlich nicht so hart mehr Winstreak, ne? Ja, ohne Rage spät nicht. Also, Warrior habe ich auch das Gefühl, dass da ein Shen ungünstig ist. Ja. Und noch ein anderes Problem ist natürlich, dass auf dem PBE gibt es ja kein Stunhard mehr. Sondern. Oh, das ist gut. Oh boy, nee, ja. Das ist nicht gut. Das war dann irgendwie doch nicht gut. Also, ich kam ja schon mit vielen, ne? Aber. Der kommt mit allen. Ich würde sagen, Rage Blade Diff. Leicht. Ganz leicht. Boah, das Spiel. Nein! Ach! Wolltest du nicht auf 2 oder? Nee. Ich wollte gerade tauschen für Swain. Actually geht's auch einfach so. Wenn ich den Voli. Ja, ich muss trotzdem 7 gehen wahrscheinlich, weil ich muss ja. Ich brauche ja Shimmerscale Idas, ne? Also Idas ist ja schon sehr wichtig hier jetzt. Ach, als ob der Ohren gegen mich aufstellt, wo bin ich denn hier? Der hat quasi über Thief Gloves und Sapphire gerollt und damit perfekt meine Sinn getroffen. Kannst du auch keinem erzählen. Ja, mein Jona hat immer noch kein BT. Oh, kennst du folgende Interaktion? Ornn ultet, Lee Sin kickt ihn und Ornn reaktiviert nicht seine Ult. Oh, what? Ja. Das wusste ich nicht. Auch nicht. Macht doch keinen Sinn. Ja, er ist nicht in der Position. Alter, wie viel Verstärkung der hatte. Warum heißt der NNO? Weil ich bei dem in Scrims ausgeholfen habe. Ich das sehr witzig fand. Okay, ich sehe keine mehr. Ich sehe allerdings viel AP.
Alter, Bogen. Als du es einfach gesagt hast, sind einfach zwei Leute sofort draufgesprungen. Du willst lieber den Bogen, ne? Ja, Bogen wäre übel geil. I tried. Dann wird der Nuno halt immer größer. Ja, ich chill jetzt bis 4-1, ich habe eh keinen Winstreak mehr. Ich freue mich auch, dass ich langsam rollen darf. So, der hat einen Siphon gefunden, das ist unangenehm. Der spielt zwei Nikos, das ist auch unangenehm. Und der andere Typ hat immer noch nicht genügend. Oh, der hat Pandoras mit Pandoras Items. Mit 5 Items und trifft den BT nicht. Alter. Tut schon weh. Ich überlebe einfach nie lang genug für dich, ne? Oh doch. Ah. Aber ich bin übel lost. Gegen die Elise kannst du vergessen, Jody. Wo schickst du mich hin? Ein bisschen die Hölle. Scheiße. Okay, da ist noch ein Nuno gehittet. Also Preparation läuft, Leute. Läuft. So, was brauchst du denn? Du brauchst Woolibears, I guess? Ich brauche Woolibears, aber ich glaube, ich würde auch einen Sway nehmen. Aber ich chill jetzt Ibis 4-1. Wie stehst du zu den Ohren? Brauchst du gar nicht, ne? Also das Beste wäre, wenn wir jetzt noch ein Silber-Augment kriegen, Leute. Und zwar dieses Pandora-Items. Pandora-Items würde mich sehr glücklich machen. Brauchst du nicht einfach nur Deja, dann bist du fein, oder? Na, Deja wäre ich auf jeden Fall Tick-Speed-mäßig fein, ja. Der hat noch einen starken Tank. Nee, komm mal nicht. Ich muss Dravenex. Kann ich. Okay. Du warst eh schon fertig. Ja. Ich mein, du warst Kane, selber schuld. Kane 1 macht einfach 5000 Damage. Aber der hat eine Axt, ne? Ah ja. Die ist einfach so kernbroken. Gibt's übrigens auch noch. Aber es gibt keine neuen Schimmer-Items. So. Nuno 2, der hilft. Hallo, I'm Nuno, I'm helping. So. Soll meine Links posten? Nee. Ich kann dir Permit geben. Was? Spadula. Ah, ich mache einen Kavallerie. Ich habe einen Schimmerdrachen. Brauchst du den? Ja. Oh, machst du mich geil, Maxim. Das ist doch mein Job, Jenny. Okay. Aber Kavallerie Ione spielt man nicht, ne? Oder, Johnny? Ich bin gerade echt in einer anderen Welt als du. Gut. Ich mach erstmal Kavallerie Olaf, weil ich glaube, Olaf. Durch Alter, wie scheiße können Items sein? Ich habe einfach needlessly Big Jam und dieses Mogos-Ding da bekommen. Oh, als ob ich Tanks will, so mit Schimmerscale. Oh, der hat übel gerollt, der Boy. Holy shit. Wie was? Der hat Deja nochmal 2 Jonas bekommen. Und der hat noch Gold? Hä? Und er hat immer noch sein BT nicht verteilt. Okay, also mein direkter Konkurrent hat gute Hits, Johnny. Wir müssen das jetzt mit dem Yasuo ausgleichen. Oh boy. High-End Shopping ist für mich absoluter Quatsch, ne? Aber Cybernetic klingt gut. Okay, warte mal. Oh yes, baby! Woohoo, yes!
Mir fehlen noch zwei. Oh, das ist. Das wird ein Yasuo-Ei. Oh boy, ja. Ah, ich treue so hart rein, Mann. Zu viele Items. Was brauchst du denn? Sorry, ich habe ein bisschen. Ich brauche nur Jonas, aber eigentlich mehr Items gerade. Also mir fehlen noch zwei Jonas, dann habe ich ihn auf drei. Ja, ich habe einen. Ich habe keine Gegenstände. Ja, kannst du mir ja trotzdem schicken. Ja, ich habe sehr viele Gegenstände. Was brauchst du denn? Rageblade, also MR brauche ich Rageblade-Teile. Ja, ich kann dir MR geben mit dem Jona. Oh, ich brauche noch einen Jona. Ja, dann kommt der jetzt. Mit MR, ne? Ja. Weil das Auto combine. Ach nee, tut's glaube ich nicht. Geil. So, was denkst du, QSS oder BT? QSS ist wichtiger, ne? Ich hab getrollt, ja. So eine Scheiße. Okay, jetzt kann ich Level hochgehen und dann schmeißen wir jetzt Lilias und sowas rein. So, der hat Omega Lea Hand of Justice. Junge, oh, ich troll so hart. Ah. Oh ja, Olaf, ich liebe dich. Kavalier Olaf, Johnny, das ist es. Scheiß auf Assassin. Kavalier ja, es, Olaf. Es scheint, du bist da was Großes auf der Spur. Ich glaube das schon. Brauchst die Idee nicht. So. Warum steht da wieder eine 4? Hä? Kann froh sein, dass ich Kaffee habe. Wieso ersetzt du Olaf und nicht Atrox? Ja, wissen wir noch nicht. Wenn ein Remover kommt, dann lasse ich den drin. Bitte, der Bogen. Kann ich den Bogen bitte angucken? Oh, die Träne möchte ich aber auch nehmen. Oh, gehe ich auf Yasuo? Ich kann dir anyway. Ach nee, ich kann dir nichts mehr schicken. Doch, 5-1. Ich habe anyway im Blue. Gut. Scheiße, zu spät. Oh, ich habe einen Seifen gefunden. Brauchst du einen Seifen? Brauche ich einen Seifen? Ich brauche keinen. Okay, das hat nicht ganz geklappt, aber ist in Ordnung. Also wenn das hier, Leute, wenn jetzt ein Yasuo kommt, dann haben wir's. Wenn nicht, schwierig. Deswegen hat Olaf jetzt hier Items zu geben, hat auch den Vorteil, dass Olaf tatsächlich mehr macht mit den Items als ein Atrox. Ja, also Shimmer's Game mit Binary Airdrop ist absolut brilliant, ne? Aber es zerstört auch mein Brain so hart. Mein Brilliant. Das ist so kompliziert. Leute, es ist Blue Buff Kavallerie Olaf. Ich wiederhole es gerne. Es ist, guck dir den Yasuo an. Ich bin Yasuo. Look at the speed. Alter. Leute, ihr müsst mir mehr Tipps geben. Ihr gebt mir noch zu wenig Tipps. Mehr Tipps. Mann, jedes Mal, wenn ich runternehme, muss ich alles neu machen. Das ist doch scheiße. Ja, mehr Olaf. Stimmt, ich bin Olaf 3. Scheiß auf Deja. Aber ich muss jetzt trotzdem auf 8 gehen und runterrollen, oder? Aber ich krieg Kopfschmerzen hier. I can't help. Oh nein, Shiyu. Keine Chance. Das kann ich mal Olaf standhalten. Ist das, hab ich es noch drauf bekommen? Mal ein Lutscher.
Nunu, beiß ihn. Ja. Can do it. Nein, kein Knock-up. Oh, der hat ihn. Letzte Sekunde. Maschine. Ja, aber hier kommt der Elise. Ich bin leider da. Boah, sofort aufgeschlitzt. Den Korki habe ich dir gerettet. Ja, danke. Leider war er nicht das Target. Aber super gemacht. Danke. So, Rageblade. Okay, ich habe einen Rageblade. Kann man Gunblade auf Yone spielen? Ja, ne? Ich kann nicht reden. Okay. Ich bin sehr überfordert. Ich mache das BT, glaube ich, kaputt. Bei Notfall habe ich Gunblade. Okay, spiele ich jetzt lieber Gunblade auf ihm oder Giant Slayer, Johnny. Jetzt musst du mir helfen. Du hast gesagt, du willst try hard. Okay, was denn? Yone, Gunblade oder Giant Slayer? Hat der andere Heilung? Nee, ne? Ja, doch. Er hat diese Box da. Welche Box? Diese Box, die Items verändert auf deiner Bank. Hä? Das ist doch keine Heilung. Oh, ich habe mir Yasuo gehittet. Halt mal dein Maul. Good talk. Das war, du hast gesagt, good talk, stimmt's? Aber ja. Das, man hat nur gehört, talk. Ich habe jetzt 5 Warrior. Egal. Ich mache jetzt Gunblade. Das war jetzt offiziell zu spät. Ach, ich heule. Okay, ich habe jetzt 5 Warrior. Was bringt das denn? Kann ich in Ula versetzen? Aber schon was Sinnvolles. Ein Rage Ring. Deja! Vielleicht sollte ich Deja mitnehmen. Leute, um Deja geht's ja gar nicht mehr. Wir haben Gunblades. Guck dir den an. Boah, ich krieg Kopfschmerzen. Liegt bei dir Double Siegs auf dem Boden rum? Ja, weil es auch einfach, es ist menschlich nicht möglich, ja, alles richtig zu machen. Es ist einfach... Es liegt auf dem Boden. Ich glaube, Olaf ist... Der ist schon besser. Es ist zu kompliziert. Also, hast du schon mal bei Nary Airdrop gespielt und dir einfach gedacht, dass alles andere jetzt auch egal ist? Ja, ich kann dir noch 2 Units schicken, by the way. Nee, bitte nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Nee, der ist noch nicht fertig, oder? Doch, ist er. So. Okay, also er hat das klassische Bild, aber das Gunblade-Bild, wir wissen doch alle, ist das Superior. Gerade wenn er neben Shen steht. Ich weiß gar nicht, warum ich Gold kriege. Ich verstehe es gar nicht mehr. Hier droppt einfach Gold. Der da hinten, ne? Alter. Okay, ich geh jetzt auf 9. Mach, was du willst. Olaf Gebruiser. Ja, Olaf Gebruiser, aber Atrox, oh, weiß ich nicht. Okay, jetzt kann ich's machen. Ja, okay. Also, wir haben jetzt Rage Wing noch offen. Oder nochmal Lilia, die ich, glaube ich, in diesem Game 6-mal verkauft habe. Ich frage mich, ob ich mein Gehirn überhaupt benutzen kann. Also, du brauchst Swains. Was ist mit Swain, Alter? Was hat der für Items? Ey, ich weiß auch nicht. Maxi, ich kann nicht mehr. Ich bin einfach nur noch raus. Zoe hat noch keinen Binary Drop, Johnny. Ja. Ich weiß, also, ich will auch gar nicht. Gib ihr Diamond Hand. Du hast einen Spattenlager bekommen. Oh mein Gott. Ich brauche einen BF. Alter, der Yone, der ist aber... Der ist hier angry. Hast du einen BF? Bin ich eigentlich? Habe ich verloren? Nee. Ich bin einfach nur sehr langsam. Oh, ich schaff's noch! Ja, ich bin echt ganz schön. Alter, Kane! Kane hat einfach mit den beiden Items halt 99% Dodge. Shimmer Scale! Oh mein Gott, mein Brain! Alter, guck dir mal das Titans an. Was ist mit dem? Das ist halt eine Null. Oh, eine dicke Null. Überleg, ob ich Dragonmancer nehme und dann kann ich auf 9 noch einen Dragonmancer spielen. Aber es verstört mich alles so. Ganz ein Dragonmancer Johnny, ja.
Locket ist mit Best Friends leider absoluter Schmutz. Ich könnte Dragonmancer Deja spielen, ne? Ich glaube, du kannst ganz vieles im Leben, wenn du nur an dich glaubst. Johnny, das sind Aussagen, die tun einfach allen weh. Ich habe zu viele Items. Wayne wäre der Beste, ne? Wayne, Leute. Aber nochmal Ragewing 3. Ragewing 3 ist damit der beste Trade, Leute. Nein, du bist die falsche Unit. Scheiße. Oh, du kannst mir Kavallerie schicken, sagt mir der Chat gerade, Johnny. Nee. Ich will ja schon mal Scan 9. Na gut. Wisst ihr, Leute, das ist... Du kannst vielleicht mir ein BF schicken. Ich hab gar nichts. Ich hab ein Gundle-Ione. Der tatsächlich ganz schön Work macht, ehrlich zu sein. Alter. Ja. Ach, der ist schon tot, scheiße. Das ist sehr confusing. Sie machen Swain rein. Ja, sehr gut, Leute. Wenn, also, ich versuche ja Johnny auch zu besiegen. No, aber ein Swain reinmachen wird auf jeden Fall sehr komplex, wenn man Johnnys Bank bedenkt. Und Johnnys Gehirn ist ja sowieso schon am Bob. Ah, es brennt. Es brennt lichterloh. Oder das ist einfach ein Shimmer-Scale. Auch noch einen Frozen Stun Hard rein. Ja, aber ich würde das ja gerne auf Kane haben, aber das klappt irgendwie nicht. No. Yasuo hat wieder den ganzen Planeten hochgeworfen. Yasuo ist sowieso schon die bescheuertste Unit im Spiel. Und dann muss man bedenken, der ist ja auch noch Mirage. Das heißt, er kriegt ja hier auch die perversesten Stats EU. That's true, ja. Also ich glaube, es gibt auf der Welt, glaube ich, keinen härteren Binary Airdrop Value als mit Shimmer Scale. Du hast halt so viele Items, aber es ist auch so aktiv überfordernd. Ich bräuchte halt noch ein Shimmer Scale. Das heißt, ich brauche ein BF. Aber woher kriege ich jetzt noch ein BF, ne? Also ich habe einen Stoneplate bekommen. BF. Ich wollte dir nur sagen, dass ich keins habe. Brauchst du einen Kane 2? Brauchst du einen Kane? Nee. Ja, ich brauche einen Kane, dann kann ich den verkaufen, actually. Wirklich? Ja. Ja. Hä, das ist doch ein Kane 1, du meinst ein Kane 2? So, ja. Das ist eine Artrox. Oh mein Gott, ich bin ja so stupid. Hätte ich die ganze Zeit Artrox spielen können? Ich dachte, ich brauche noch... Ja, Maxim, ich kann eine Kavallerie schicken. Hier. Ich habe mich verzählt. Ich habe einen Swain gefunden, aber das ist nicht gut. Willst du einen Swain haben? Ja, ne? Ja. Das ist Kavallerie-Deja? Nein, das ist... Nee, wir kriegen jetzt ja noch Items, ne? Was war... Ja, das ist das komplizierteste Bild der Welt. Ich leg mich fest. Ich glaube, es gibt nichts Schwierigeres zu spielen. Aber ich kriege auch jede Runde irgendwie 1000 Gold, also scheint mir das auch irgendwo fair. Hallo. Ich bin ein bisschen low, das heißt, ich versuche das Gunblade Value oben zu halten. Das ist mein Ziel. Oh, wir haben die komplett geklappt, Mann. Da stand minus 12. Alter, das ist einfach komplett zerstört. Okay, also ich glaube, ich habe bei Nair Airdrop... Guck mal, wie groß ich bin. Du bist wie klein, sehr du bist. Groß, ne? Aber, also, wie viele Items hatte ich jetzt? Ich würde es gerne wissen. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ich habe 7-mal bei Nair Airdrop aktiv gehabt. Ist auch ein Prismatic. Also quasi 7 Units mit vollen Items. Ich hatte Kavallerie Ione. Ah, das ist ja einfach mal... Ione, sag ich. Mein Kopf zerstört. Ja, das war der weitere Folge Double Up. Der nächste kommt bei Maxim. Alter, das ist auf jeden Fall. Boah. Spiel ich nicht. Aber krass. Das hat nur weh.
Ja, und dadurch in die YouTube-Kommentare zurück. Wenn ich da nur Soltiness sehe, dann flippe ich aber aus.